Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Watch Dogs. Ja, im ersten Teil haben wir uns ja so ein bisschen vertraut gemacht mit dem Smartphone und wie das so mit den Missionen so geht. Wir haben 3:45 Uhr Nachmittag, also Feuchtigkeit von 65% in San Francisco. Und wir laufen hier mit einer Mütze rum. Ja. Verkehrshecken. Oh. Das tat weh. Nee, ich habe mir überlegt, dass wir uns jetzt mal auf den Weg machen zu einer neuen Mission. Und ich hatte mein Outfit noch ein bisschen verändert. Im vergangenen Video hatte ich ja noch was anderes an. Kann ich das Taxi auch benutzen? Das ist meiner. Spinnst du? Ja. So. Also, wir fahren gerade mal. Wir haben sie per CTOS lokalisiert. Die Polizei ist auf dem Weg. Oh. Das hatte ich auch noch nie. Taxi, das hört sich echt schlecht. Wir müssen nämlich da vorne hin. Das sieht schon richtig nice aus hier, ihr Lieben. So, wir spielen das Ganze auf der PS4 Pro. Und warte mal, Smartphone. Wir konnten auch hier direkt in der Mission starten. Cyberdriver. Genau, jetzt haben wir hier nämlich gleich unseren. Ey! Por Dios, muévete! Komm her! Raus hier! No! Ich bin dabei, gerade nicht haben. Ich dachte, vor so was ist los, Himmel! Da werde ich nichts geben! Ach, egal. Machen wir mal hier unsere Mission. Yo, Marcus, hast du den Trailer für den neuen Jimmy Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, ja, lass sehen, Mann. Nein, nicht darauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsetzen. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe auf dich gewartet. Echt cool. Danke. Okay, wir schauen jetzt den Trailer, also Klappe halten. Klappe halten! In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, gottverdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Es wird eine Cyberkatastrophe. Cyberdriver! Triff ihn mit dem Code-Strudel-Chip. Jimmy Siska ist. Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Devon von Devon.
Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, Devon. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normales KI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Firewall, Mann. Cyber-Driver. Actionheld vom Feinsten. Sprechendes Auto. Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Eine kleine Anekdote an Knight Rider. Wisst ihr, was ich denke? Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst? Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Ja, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DeathSec gibt. Und wir suchen das Auto. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. HMP Studios. Ihr alleine seid für diesen Cyber-Driver-Reinfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und da ihr nicht gleich zu uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und Weg. Wir zeigen euch, was Hacker können. Wir sind DeathSec. Ja. Dann mal los. Vielleicht können wir ja diesmal unseren kleinen ferngesteuerten Roboter benutzen. So. Ihr habt gedacht, dieser Film würde gut werden? Tja, ja, klar. Was zum Lachen? Cool, deine Worte. Habe ich echt cool gesagt? Wir wissen nur so viel, Josh. Cyberdriver hat sich als millionenschwere Cyberkatastrophe herausgestellt. Ich glaube, wir nehmen mal nochmal einen Palme bringen, mit dem Wort. Oh nein, keine Palme, Mann. Ein Bonsai vielleicht? Wieso lässt Galilei sowas zu? Das ist... Cool, er hat ein Ohr abgemacht. Du meinst Cybermord? Versuch es nur weiter. Ich werde das nie komisch finden. Mal ganz ehrlich, wenn Sie die Szenen schon für den Trailer aussuchen... Tja, dann ist der Rest totaler Scheiß. Und dass sie DeathSec aufs Korn nehmen, ist seltsam. Na, Chicago war eine Riesensache. Stimmt. Trotzdem keine Sorge. Du und ich, wir werden über den Datenhighway streifen auf der Suche nach wahrer Cybergerechtigkeit. Komm, Josh, das wird eine Menge Spaß machen. Und ich verspreche, dass ich nicht mehr Cyber sage. Weißt du, all ja. Das hier, das wird die Cyberwelt verändern. Ab das nochmal. Ich hatte vorhin nicht mal hier die Ampel ausgeschaltet. Hier, jetzt können wir die kaputt machen oder ausschalten. Jetzt müssen die eigentlich. Mal sehen. Ah, jetzt haben wir sie umgestellt auf Rot. Ja. Geht's allen gut? Herrlich. Schöner Unfall da vorne. Was ist das denn? Das Gewehrmöhrchen geht zu den schließt Aktivitäten in der Welt ab, sammelt Tüten mit Geld, verkaufe Wertsachen in Pfandhäusern, hacke Personen auf ihren Bankkonten. Oh, cool. Wir lassen doch mal machen, fand das so lustig. Nee, aber das Spiel, das bietet schon echt einen großen Spaßfaktor und weil man irgendwie
in das Spielgeschehen eingreifen kann. Das ist schon ganz lustig. So. Und da sind wir, Hook Motion Picture Studios. Na dann komm mal. Tellerwäscher. So viele Schandflecke in dieser Stadt. Überall Werbetafeln. Das haben wir immer so ein Telefonat mit. Werbetafeln nur an den Highways standen. Das war wie Fernsehen. Eine Ablenkung auf einer langweiligen Fahrt. Jetzt ist alles völlig überfrachtet. Überall. Ah, komm. Wer ist er hier? Oh, hier ist ein Chat. Wen schaut er da? Wird keiner Frau geholfen? Callcenter-Mitarbeiter, ja, das passt ja. Ist ja schon interessant. So. Okay, wir haben auf jeden Fall den Jumper. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Den wir halt hier richtig cool rumcruisen können. Okay. Rückruf springen. Tür öffnen. So, ich kann das nicht auch wieder mitnehmen. Das ist natürlich ziemlich cool. Oh. Okay, Leute, ich bin drin. Ach so, wir hätten da reingemusst. Ach so. Wollen wir doch mal sehen. Ich will auf jeden Fall irgendwo rauf. Jo, hier sind mal viele Dinge drin. Ach, meine Güte. Ich könnte vielleicht das Gerät da noch hinten gucken. Da, das ist gut. Den Kerl kaufen wir uns. Ich brauche Hilfe. Nein. Ich rufe das SSB. Bleiben Sie online für eine Zielbeschreibung. Mist, ich dachte, ich könnte da rein. Kommen wir auch nicht rein. Mist, also es bleibt nichts anderes übrig, als da reinzugehen. Ausschwärmen!
Vielleicht können wir auch irgendwie uns mal hier Helm bewegen. Moment mal. Komm her. Wo weiß denn, dass ich da bin? Sie machen es nur schlimmer für dich. Aber ja. Such mir Deckung. Das ist ja. Und dann sind wir auch schon gestorben. Nee, also so machen wir es nicht. Das ist auf jeden Fall nicht so wirklich in dem Sinne gewesen, das so anzufangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, haue, haue, haue. Ah, da muss eine Tür. Okay, Leute, ich bin drin. Müssen wir also durch diese Tür. Ist die Tür offen? Sind wir wenigstens schon mal drin, ne? Oh, hau, da oben müssen wir rauf. Wieso bist du hier? Das hat sich erübrigt. Jetzt Ellen. Kann Verstärkung rufen. Okay. Was? Boah, krass. Schade, das fällt jetzt auch nicht auf. Müssen wir mal sehen, wie wir da reinkommen. Tja. Sicherungsterminal finden. Okay, die ist da drinne. Das so gut war. Was war das? Ah, ich dachte nicht.
Sie sind... Hey, Eindringling! Ich sehe niemanden. Ach, ich bin tot. Dich mach ich fertig. Ich werde deine Zielbeschreibung senden. Leitstelle, es ist Datsack. Schicken Sie mir Wagen. Shit. Wie blöd bin ich denn? Ach, ich könnte mich gerade in Arsch beißen, aber gut. Ausschwärmen, sucht ihn! Wir sind auf jeden Fall jetzt drin, ne? Ah, okay, so können wir also das Rad auch benutzen. Ist sehr interessant. Kann man da rein eigentlich? Sergeant ist weg. Schade. Hi. Hui, ist ja knapp. Weiß ich, was das bringt. Ist das irgendwie mit... Komm her. So, wir haben es geschafft, ihr Lieben. Dann haben wir... Okay. Na, bitte. Die nicht so geheimen Mails. Ah, wir haben es leider noch nicht ganz geschafft. Wo müssen wir als dieses hin? Ach, müssen wir rüber. Wir müssen den Schlüssel finden. Ah, okay. Wir versuchen das mal hier oben. Zimmerschlüssel. So, scharf. Sorry, Leute. Hier stört. Scharf, ihr Lieben. Schlimmer, die Tür zu machen und einfach nur hier. Moment mal. Oh oh. Komm mal rein. Los, Leute. Da ist ein Eindringling. Eisen Fleischberg. Ich hab's. Wir haben das ganze Skript von Cyberdriver. Was ist mit dem Auto? Ich glaube, es ist nicht hier. Wir finden es. Ich hau jetzt ab. Schnell ab. Zottel. Das war mein Freund, aber...
Ich muss weg. So. Wo müsste... Hier ist eine... Leider. Ich will die nicht benutzen. So, schnell raus hier. Sehr gut. Jo, wir können abhauen. Schwärmt aus und spürt ihn auf. Hey Leute, ich habe eine Mail, in der steht, dass sie das Auto irgendwo hinbringen. Nur leider nicht wann und wohin. Ist schon okay. Ich glaube, ich habe einen Plan B. Wir müssen immer noch abhauen. Wir sind einfach noch auf den Fersen. Oh, da vorne ist jetzt Tankstelle. Ah, was zum Teufel? Schüttel den Verfolger ab, alles klar, mache ich. Sollte mir jemand nach dem Weg fragen? Oh, oh, niemals! Arschloch! Danke! So, wir haben es geschafft. Markus, ich kenne einen Paparazzo, der weiß, wo der Wagen ist. Er wartet auf dich. Wir geben ihm, was immer er aus dem E-Mail-Dump haben will. Du kannst ihm trauen. Okay, du hast Paparazzi-Kontakte? Gibt es jemanden, den du nicht kennst? So bin ich. Jeder kennt und liebt mich. Da war völlig schon ganz nett. Gefällt mir. Ah. So, wo müssen wir hin? Ach, hier.